Bayerische Staatsoper im Podcast. 12. April 1826. Am Covent Garden Theatre London wird Oberon, König der Elfen, uraufgeführt. Romantische Feenoper in drei Aufzügen von Karl Maria von Weber. Text von James Robinson Planchet, später ins Deutsche übersetzt von Theodor Hell. Nach Webers Geniestreich Der Freischütz und dem Erfolg seiner Euryanthe will auch London eine Oper des gefeierten Komponisten haben. Und Oberon soll zu Webers letztem Bühnenwerk werden. Als er zu den Vorbereitungen nach London reist, ist er schon schwer erkrankt. Und er stirbt nur wenige Wochen nach der triumphalen Uraufführung. Fast zeitgleich zum englischen Original entsteht auch die heute gebräuchliche deutsche Fassung von Theodor Hell. Die Verbindung von deutscher Musik und Theatertradition und den Gepflogenheiten der englischen Bühne schlägt sich schließlich in Oberon und dessen eigenwilliger Dramaturgie nieder. Der Oberon ist deswegen so lustig, weil er eigentlich ein Gattungszwitter ist. Irgendwas zwischen einer, wie Karl Maria von Weber selbst genannt hat, romantischen Feenoper oder das, was man als Singspiel bezeichnet hat. Aber die Tradition ist ausgerechnet weder das eine noch das andere so recht. Also es ist kein Wiener Singspiel, sondern es ist eben für London geschrieben worden. Und in London hat es eine eigene Theatertradition von Ballad Operas gegeben. Und diese Formen waren für die Uraufführung klar mitgedacht. Und Oberon sollte genau diese Fairy Opera und Fairy Tales der englischen Tradition bedienen. Und das hat er auch getan. Also hat er Gesangspartien geschrieben und hat dem zusätzlich Sprechrollen zugegeben. Der Dramaturg Rainer Karliczek. Oberon ist mit seiner Frau Titania zerstritten. Die beiden wollen erst wieder zusammenleben, wenn ein treues Menschenpaar gefunden wird, dessen Liebe sämtlichen Gefahren und Verführungen standhält. Dieses Paar glaubt Oberon in dem Ritter Hyon und der Kalifentochter Rizia gefunden zu haben. Zur Sühne einer Bluttat ist Hyon dazu verurteilt, in Bagdad den Bräutigam Rizias zu töten und sie selbst zu rauben. Oberon lässt eine Vision Rizias vor Hyons Augen entstehen, in die er sich verliebt, stattet ihn mit einem Zauberhorn aus und versetzt ihn nach Bagdad. Dort soll Rizia den Prinzen Babekan heiraten. Hyon tötet ihn, versetzt durch das Zauberhorn die Hofgesellschaft in Erstarrung und flieht mit Rizia. Oberon hilft den beiden auf ein Schiff und unterzieht sie mit Hilfe von Puck zahlreichen Prüfungen. Das Schiff droht an einem Felsen unterzugehen. Rizia wird von Seeräubern entführt. Hyon bleibt besinnungslos zurück und wird schließlich von Oberon nach Tunis gebracht. Dort soll Rizia als Sklavin verkauft werden. Der Emir von Tunis lässt Hyon, den er für seinen Nebenbuhler hält, und Rizia zum Tode verurteilen. Durch das Zauberhorn, das Oberon mittlerweile Hyons Knappen Scherasmin zugespielt hat, wird der Emir jedoch zum Tanzen gebracht. Hyon und Rizia entgehen so der Verurteilung. Am Ende versöhnen sich auch Oberon und Titania. Hyon und Rizia werden in der Heimat in Gnaden aufgenommen. Die Herausforderung für heute, dieses Stück auf die Bühne zu stellen, ist tatsächlich einen Weg zu finden, damit umzugehen. Zum einen dieses Zwitterwesen zwischen Oper und eben Schauspiel, dieses sehr dialoglastige Singspiel zum einen und zum anderen mit der Idee des Wunderbaren umgehen zu können, was sich ein bisschen bei uns verflüchtigt hat. Bei uns ist das Wunderbare häufig, sagen wir mal, im Kolorit oder pittoresk in der rationalen Welt geworden, aber bei Karl Maria von Weber ist es noch sehr ernst genommen worden. Oder für Karl Maria von Weber war das Irrationale, das in die Welt einbrechen kann, eine ziemlich reale und eine wichtige Frage für ihn. Gerade wegen der aufwendigen Szenerie und der Fülle an Schauplätzen und bühnenwirksamen Situationen wird die Londoner Uraufführung zum großen Erfolg. Wie ich ins Orchester trat, erhob sich das ganze überfüllte Haus. Und ein unglaublicher Jubel, Vivat und Hurra-Rufen
Hüte und Tücher schwenken empfing mich und war kaum wieder zu stillen. Schreibt Weber an seine Frau. Das Urteil des Musikwissenschaftlers Karl Dahlhaus rund 1,5 Jahrhunderte später fällt weniger positiv aus. Das Libretto ist der Ausverkauf der Romantik an die Revue. Tatsächlich ist der Handlungsaufbau in Webers Oper sehr besonders, mit seinem Kaleidoskop an Szenen, exotischen Schauplätzen und Situationen, die allein durch Zauberei und nicht durch rationales und psychologisch motiviertes Agieren der Figuren hervorgerufen werden. Auch das Nebeneinander von Sprech- und Gesangsrollen macht Oberon zu einem Unikum im Opernrepertoire. Gerade den Dialogen wird von Weber und seinem Librettisten aber auch eine dramaturgische Bedeutung zugeschrieben. Hier in diesem Stück kann man dramaturgisch eine interessante Sache daraus ablesen, dass ausgerechnet nur diejenigen Figuren in der Oper singen, die sich, wie die wichtigsten Figuren, also Oberon und Titania und auch Hyun von Bordeaux, quasi dem europäisch-christlichen Kulturkreis zugerechnet werden können. Oder diejenigen, wie Rezia und ihre Begleiterin Fatime, die sich im Ende des Stückes auch zum Christentum zuwenden. Das heißt, das Thema des Aufeinandertreffens verschiedener Kulturen hat in der Dramaturgie sich insofern niedergeschlagen, dass diejenigen aus der fremden Kultur nicht gesungen haben. So der Dramaturg Rainer Karliczek. Entscheidende Bedeutung in Handlung und Musik kommt dem Naturelement Meer zu. Rezias Arie »Ozean, du Ungeheuer« zählt zu den bekanntesten Nummern der Oper, deren Melodie bereits in der Ouvertüre einen breiten Raum einnimmt. Durch die Mischung aus Oper und Schauspiel, aus großem romantischem Musiktheater und pittoreskem Bilderbogen, aus mittelalterlichem Ritterdrama und der Exotik von Tausend und einer Nacht hat Weber mit diesem seinem letzten Bühnenstück ein einzigartiges Werk geschaffen. Fantasie und Realität sind hier eng miteinander verknüpft, über alle kulturellen Grenzen hinweg.